Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Extra Zockt Minecraft. Genau, und zwar nicht ganz alleine. Wir sind heute in trauter Zweisamkeit, immer noch. Das ist die gleiche Aufnahmesession. Wir meinen gerade hier Rekordaufnahme. Wir suchten gerade hier tierisch. Ja, und wer ist da mit dabei? Der Lucifer. Hallo, Luzi. Servus. Ja, Servus sagt er. Servus oder Servize? Nee, Servus. So, das ist der Zerrfuß. Der hat sich den Fuß gezerrt. Du kannst auf jeden Fall mal vorbeikommen und mal abholen hier. Abholen? Was soll ich denn abholen? Alles hier mal die Kiste leer machen. Ich brauche jetzt nicht Steine aktuell so viel. Ich habe noch Steine ohne Ende da. Ansonsten ja. Machst du dir unten noch weitere Kisten oder so. Toll. Was? Jetzt sammel schon Steine und mach hin und alles drum und dran und jetzt brauchst du keine mehr. Ja, jetzt im Moment nicht, aber nachher bestimmt wieder. Ja, ah? Dann weiß ich, wo ich sie holen kann. Ja, dann weiß ich, wo ich sie holen kann, genau. So. Erde brauche ich aber. Erde brauchst du. Erde habe ich hier tonnenweise oben. Ja, ich weiß. In der Spezialkiste, kennst du ja? Also wenn du die leer machst, wäre ich sogar echt dankbar, weil ich sonst bald nicht mehr weiß, wohin mit der Erde. So, ich mach wieder Holz. Habe ich gerade so festgestellt. Ich brauche nochmal Holz. Und dann werde ich mich bald darum kümmern, dass... Ja, was wollte ich denn sagen? Du kannst dich darum kümmern, um den Enderraum mit Treppen zu machen. Ja, wie gesagt, Holz. Ich wollte Holz besorgen. Gerade für das ganze Interieure. Weil du hast ja gesagt, ich bin der Baumeister. Ja. Ja, und dann muss ich erstmal Holz besorgen. Weil sonst. Dann Treppen. Ja, ich baue dir Treppen. Weil sonst ist nicht viel mit Bauholz. Also wenn du kein Bauholz hast, kannst du nicht bauen. Genau, so war es gewesen. Ja, so ist es. So, und dann kann man sich da auf 3 Stockwerken. Ja? Kann man sich einrichten. Wie hoch sind denn die Zimmer jeweils? Ich hoffe, die sind 5 Blöcke, weil ich bin's gewohnt, solche auch unterirdischen Bauten schön mit Holzverkleidung zu machen und so. 5 Blöcke? Ja, natürlich, mindestens. Ein Block geht als Boden weg, ein Block geht als Decke weg, hast du nur 3 Blöcke, ja, dann wird schon eng. Okay, dann ja. Muss ich noch ein bisschen verschieben. Ah. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was zu tun. Naja, und die Wände wollen ja auch mit Holzblöcke verziert werden. Also Holzpaneele und alles sowas. Vielleicht mal ein bisschen mit Marmor. Ja, Wände, also so für links und rechts ist Platz. Na, dann ist gut. Nur muss ich halt, sag ich mal, neiziehen, da... Wenn du sagst, Minimum 6 muss frei sein. Jojo. Wäre nicht schlecht. Wenn du mal irgendwann auch Redstone-Schaltung reinmachen willst, dann musst du sogar noch mehr berechnen. Redstone. Aber damit will ich dich noch nicht belasten mit Redstone und so. Weil, das wäre gemein. Das wäre ja mein Weg. Die jetzt schon mit Redstone in Verbindung bringen und so. Ist nicht so schön. Spiel mal erstmal ganz harmlos. Bist ja sowieso jetzt schon fast am Schwitzen. Naja, beim Zählen, du machst jetzt so alle ganz genau und akkurat und so. Ja, natürlich will ich das akkurat machen. Wenn ich schon baue, dann baue ich. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt noch mit Redstone anfange und so weiter, dann drehst du nachher durch. Und mach mal nach und nach. Dann werde ich ein paar Redstone-Rätsel machen. Die du dann lösen musst. Du machst gar kein Rätsel. Warum? Ich will gar kein Rätsel haben. Doch. Nein. Doch. Dann machen wir Redstone Challenges. So ein Zeug. Ah. Ja. So. Minecraft ist für mich Buildcraft. Buildcraft. Das ist Buildcraft für mich. Buildcraft. Ja, bauen. Abtragen, bauen. Fertig. Ja, digitales Lego halt, wa?
Hat nur einen Vorteil, man tut sich die Füße dabei nicht weh. So, weiter. Weißt du, warum Füße? Hm? Bist du mal so auf den Legostein getreten? Ja. Dann weißt du ja, wie höllisch das wehtun kann. Ja. Das sind Schmerzen. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, so russische Foltermethoden hier oder wie amerikanische Foltermethoden. Hier sind wir Waterboarding. Alles scheiße. Nee, Legosteine, Luzi. Legosteine. Das ist die Hölle. Legosteine. Du schmeißt da so einen Dissidenten oder sonst wie in einen riesengroßen Raum mit Legosteine und dann noch so tollwütige, bissige Hunde und dann muss er vor den Hunde wegrennen und rennt über die Legosteine. Ich glaube, ich wäre so der neue Foltermaster M, wa? Mhm. Nee. So Folter-Simulator 2015. So, und dann gibt's dann sozusagen das Lego-Stein-DLC-Paket. Scheiße. Das Schlimme ist, sowas könnte wirklich funktionieren, glaub mir mal. Ich glaub, ich könnte wetten, dass es Leute gibt, die das Produkt kaufen würden. Den Folter Master 2015 Simulator und dann das Lego Stein DLC. Hä? Und für Leute, pass auf jetzt, für Leute, die das Ding pre-ordern, für die gibt es die 2,6er Blöcke Lego kostenlos dazu. Okay. Boah, ey, das ist übel. In der Farbe Rot. Ja, so viel muss sein. Nochmal runter. Ja. Rauf und runter, der Luzi ist bald munter. Oh Gott, das wäre echt so ein Spiel. Foltermaster M 2015. Oh Gott, mit Lego Stein, die ist sie. Ich glaube, das wird der Brüller. Ja, ja. Ja. Ich werde, wie gesagt, gerade mache ich eine Menge Holz und dann werde ich eine Menge vorbereiten und dann komme ich mit einer Menge Zeug runter. Auch ein bisschen Interieur und so ein Zeug. Ich hoffe, du hast so einigermaßen die Räume so hoch vorbereitet, dass ich wirklich nur noch updaten brauche. Also sonst kriege ich die Krise. Wenn ich dann anfangen darf, alle da so ein bisschen fit zu machen. Das wäre nicht so schön. So, mal kicken. Ich habe hier Bäume. Hier haben wir schönes dunkles Holz. Fackeln hast du ja noch unten. Ich glaube, ich nehme noch ein paar eigene Fackeln noch mal mit einfach mal. Aber ich brauche noch Holz ohne Ende. Holzer. Ich werde jetzt sozusagen Holz hacken bis zum Dunkel werden. Und wenn dunkel geworden ist, komme ich einfach runter. Weil wenn man unterirdisch ist, ist es egal, ob oben hell oder dunkel ist. Das kümmert dann keinen. Das ist immer so der Vorteil, wenn man unterirdische Städte baut, Luzi. Dann ist es völlig egal, ob es Tag oder Nacht ist. Das ist der absolute Vorteil. Weil du bist komplett unabhängig von Tag und Nacht. Wenn du richtig große Hallen und Räume baust, hast du halt unten auch Landwirtschaft. Da hast du Bäume unten, hast du Schafe unten. Und irgendwie hänge ich gerade hier fest. So, jetzt geht's wieder. Ja. Gut. Mal gucken, ob hier noch irgendwo Äpfel runtergefallen sind. Vielleicht kriege ich noch mal einen Apfel zusammen. Ich habe ein bisschen Hunger, vielleicht irgendwann nachher wieder. Ja, da ist noch ein bisschen was. Ein Apfel. Oh, nehmen wir auf alle Fälle mit. Hier ist auch nochmal ein Apfel. Danke, du Schaf. Geh mal zur Seite. Gut, jetzt wird's draußen langsam dunkel. Du musst jetzt aber nicht schlafen gehen. Das ist schon gut. Ja, das hört sich doch mal gut an, ne? Komm jetzt sozusagen Richtung mein Haus hin. Ich mach mal hier meinen Sand weg. Okay. Ganz entspannt und locker. Dann gucke ich mal in die Werkzeugkiste, die war hier gewesen.
Aber jetzt ist jede Menge Äxte. So viel Äxte brauche ich jetzt gar nicht. So, so. Dann brauche ich Fackeln 2x64. Ich nehme mal alles an Holzmaterial mit, was ich habe. Wir mal gucken, was unten zu verkraften geht oder auch nicht. Schauen wir mal nach. Ich nehme auch noch Türen mit und so eine Grütze. War mal, irgendwas. Haben wir jetzt richtig viel hier, aber egal. So. Ich komme runter. Und dann sagst du ja, recht. Ja, komm am besten ganz runter. Weil da kannst du schon mal die erste. Dann schon mal mit der Treppe anfangen. Ja, wenn ich nur wüsste, wo ich jetzt genau hin runter soll. In der Mitte. Wenn du runter bist, in der Mitte. Ganz hin unten. Oder guck einfach mal durch, wo ich bin. Was ich mich schon finde. Irgendwie sehe ich dich da. Aha, hier. Okay, ich bin jetzt ganz unten. Hallo, Luzi! Ja. Wo? Ich kann nicht hier unten. Doch, ich bin hier unten. Ich sehe dich. Wo? Da dreh dich doch mal. Ach so. Und du hast Ego-Shooter-Spiele gespielt. So. So, wie soll ich hier genau anfangen jetzt? Was hast du dir vorgestellt? Ja, das ist jetzt schon mal 6 hoch. Und ja. jetzt kannst du anfangen. Ach, jetzt kann ich hier direkterweise anfangen. Okay, dann wollen wir mal machen. Mach da halt erstmal schon mal eine Treppe und ich baue jetzt noch den kompletten Raum jetzt aus. Nee, ich fange jetzt erstmal mit meinem Boden an. Nee, mit dem Boden ist es halt eigentlich schlecht, weil ich jetzt gerade hier am Machen bin, ne? Ja, mach doch ruhig weiter, lass dich doch nicht stören. Ich fange hier erstmal mit dem Boden an. Das ist der Boden der Frechheit sozusagen. Gut, und damit wir hier mal ein bisschen was sehen, mache ich hier mal Beleuchtungselemente rein. Alter, jo, Jane hier, ne? Ja, Lucifer. So, warte mal. Das hier fällt mir ja auch gerade nicht, was ich hier veranstalte. Nee, das gefällt mir ja gar nicht. Ist hier gerade übelste Danone. Oh Gott. Innenarchitektenmeister, oh Gott. So. So, so, so. Dann machen wir mal so, genau. Ja, so geht das. So, da muss ich wieder ihn wegmachen, sehe ich gerade. Oh Gott, ich muss ja auch Material sparen. Ey, Material sparen, ja. Ich hab hier Material gespart. So, dann kommt das hier wieder weg. Genau, da muss ich auch ein Material sparen. Das kostet ja alles Material. So, bis hierhin erstmal. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie weit der Luzi hier kommt. Und dann bauen wir hier mal die Wand zu. Ja. Dann machen wir hier nochmal weiter Boden einziehen. Genau. Was nennt man den Bodenzug? Ich müsste erstmal zählen. Müsste zählen. Ja, dann kann ich dir genau sagen, wie weit es reingeht. Oh, dann kannst du mir genau sagen, wie es reingeht. Ja, kann er machen. Hoppala. Ich brauche hier noch ein bisschen Birkenholz. Ich brauch hier noch ein bisschen Birkenholz. Das Birkenholz, das macht mich. Moment, machen wir jetzt nicht so viel hier rum.
Ich muss jetzt erstmal hier zählen. Erst sagt er, ich soll randackeln. Dann ich muss doch erstmal hier zählen, dass das Schienen durcheinander kommen. Lucifer. Ja, das ist der Herr aus der Hölle. Das ist höllischer Spaß hier. Ja. 19. Was hast du denn jetzt wieder hier geschafft? Ich schaffe gerade jetzt hier Interieur. Keine Ahnung, was du da so baust und machst bei dir selber, aber... 19. Ich mache hier Qualitätsarbeit. 19 ab hier. 1, 2, 3, 4... Ich könnte dir einen Trick verraten. 7, 8... Möchtest du einen Trick wissen, wie man bei Minecraft wesentlich intelligenter... 10. Nee, er will den Trick anscheinend nicht wissen. Okay. Verraten 11, wir ihm den Trick nicht. Oh Gott. 12. Wie soll ich hier was Vernünftiges bauen? Das sieht echt übel aus hier. 13. So. 14. Machen wir so. Dann können wir hier so reinziehen. Hier machen 15. wir die Decke rein. Hoppala. 16. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich hier 15. aus diesem Raum was machen soll. Luzi ist hier mal ganz lustig. 18. Okay, soweit sieht schon mal ganz gut aus. So. Diese Wand gefällt mir gar nicht. Da muss so. Luzi definitiv noch die Wände rausziehen. Und hier, dieses Stück gefällt mir auch nicht. Da muss Luzi auch noch was machen. Das ist, Was denn? Ja. Das... Ich hab jetzt erstmal die Tiefe jetzt bestimmt. Ja, du hast die Tiefe bestimmt. Ich weiß so. Wie du es jetzt auskleidet, du bist innen drin. So. Okay. Hier musst du die Decke rausziehen, hier unten auch noch. Also, das ist ja ganz übel sonst. Schubidubidu, ja, mal noch. Ja, ins Ufer drüber, da muss ich sowieso noch höher machen. Da musst du höher machen. Ist ja die Höhe. So, dann machen wir bis hier hin, dann geht das so schon mal runter. Ja, so kann man das machen. Und dann haben wir hier den Raum. Gut. Ah, jetzt juckt mir die Nase. Oh, die Nase juckt wie Sau. So, was machst du jetzt da? Das, wie ich dir gesagt habe, ich habe den Raum abgesteckt. Ach, das ist der ganze. Das ist der ganze Raum, der geht noch so weit rein? Ja. Was soll das für ein Raum werden? Genauso groß wie da oben auch. Ach so. Und was soll das für ein Raum werden? Ja, noch ein Stockwerk. Ja, aber was soll das für ein Raum werden? Das musst du entscheiden. Ach, da muss ich entscheiden. Also, wenn das so ein langer Raum ist, würde ich sagen, ist das eine Bowlingbahn. Lass mich erstmal hier, bau mir nicht alles zu, das ist noch nicht mal alles fertig, Kollege. Na, ich mach das so weit, wie der Raum schon ist, nur. Hä? Ja. Hoppala. Eieieiei, da sind die beiden Bob die Baumeister hier fett unterwegs. So. Ah, jetzt lache ich und verzieh hier. Oh Mann. Ja. Ich mache wieder mal Beleuchtungselemente. Oh. Hui! Das sieht aus wie eine Holzbox gerade. So. Ich weiß schon, warum ich unterirdisch andere Dinge baue. Okay. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich hier aus diesem Raum machen soll. Der müsste eigentlich breiter sein. Breiter? Ja, jetzt hat's eigentlich eher wirklich so eine Optik von der Kegelbahn oder sowas. Ja, wenn du das da neu machst.
Die Optik von der Kegelbahn, ja, ist selber dran schon. Also, aktuell ist es nur ein länglicher Raum. Und ich weiß nicht, ob der noch länglicher werden soll. Wie soll denn der weit, wie weit sein? Bis hier hinten soll der gehen? Bis hier hinten? Wo? Wo ich hier stehe? Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Du gibst mir hier Aufgaben, muss ich mal sagen. Also, Deswegen habe ich ja gesagt, mach mal Gedische, weil ich bin ja noch nicht fertig. Ja. Ich habe nur gesagt, du sollst eine Treppe reinziehen und nicht gleich den kompletten Raum. Ja, ich muss ja irgendwo anfangen. Ich fange immer mit einem Raum an. Hä? Herr Lucifer. Weil ich brauche ja irgendwie so ein Beginnkonzept und es fängt immer bei einem Raum an, der Beginnkonzept. Ja? Ja, hier willst du die Decke noch ja nicht rausziehen, wa? Wie? Ja, hier oben ist noch so eine Steindecke. Nö. Ja. Joa, nö. Ja, so ist er. Und hier die Seiten. Hinten ist noch voll viel. Was denn? Das müssen wir erstmal abtragen, da hier unten ist noch Stein. Hier unten Stein? Hey, was machst du denn da? Ey, mach die wieder hin! Ja, ich mach die ja wieder hin. Ja, du hast hier voll die voll das Loch verursacht. Ja, weil diese Sequenz, die brauchst du nicht. Ich mach da wieder welche hin, weil So, jetzt mach die Steine, also die Blöcke wieder hin oder gib mir die Blöcke. Oder so, ja. Nicht da unten hin. Herrlich. Ja, okay. Irgendwie scheint da aber noch einer zu fehlen. Ich sag ihn macht gut. So. Ja, ich kann hier noch nicht viel machen. Ich habe jetzt so viel Zeug dabei. Und ich kann eigentlich nicht damit anfangen, weil... Der Raum ist doch gleich fertig. Der Raum ist gleich fertig. Hier ist nichts fertig. Hm? Was? Du hast gleich ein Rechteck. Ich habe gleich ein Rechteck. Dann mach mal hinne. Ich weiß aber noch, ich weiß nicht, was ich aus diesem Raum zaubern soll. Das weiß ich noch nicht, wisst ihr? Ja, dann streng mal deine grauen Gehirnzellen an. Als ob ich sowas hätte. So, ich klau mir dir mal ein paar Steine. So. Oh, bau mal hier oben das Eisenerz ab. Das hätte ich gerne. Welches? Oh, hier oben das Eisenerz hätte ich gerne. Das hier. Ja, hier, bei mir, wo ich hier stehe. Nein! Was machst du denn da? Das ist Eisenerz. Hier ist Eisenerz. Hier, wo ich stehe. Das hier. Das macht einen Dreckblock da oben rein. Nein! Oh, der macht mich schwach. Über mir ist Eisenblock. Nicht unter mir. Über mir. Eisenerz. Da oben. Da sieht man es doch. Hier ist Eisenblockerz. Hier, ich mach mal extra eine Fackel unter. Vielleicht siehst du es dann. Hier, ich mach dir mal Beleuchtungselemente rein. Hier, guck mal hin hier, du Blindfisch, du. Oh, der Mann macht mich hier irre. So, genau, so weiter hier. Wie schön ist das sowieso abgetragen? Ich bin ein bisschen gewartet. Luzi, also manchmal weiß ich nicht. Machst du das mit Absicht oder. Ja, was denn? Oder ist das normal? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was du meinst. Ja, ich hab das Gefühl, dass du nicht weißt, was ich. Oh, jetzt mach ich hier Mist hier. Der Junge macht mir so schwach, dass ich hier mir einen Ofen hinpacke, den ich gar nicht haben will. Oh Mann! Luzi! Ja, du machst mir irre hier. Ey, das kann ich echt mal sein, ey. Ich bin doch gleich fertig. Ja, ey. Stimmt, du bist gleich fertig, du hast mich gleich geschafft. So. So, okay, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte nochmal. So, zack, nochmal. Habe ich einen Ofen irgendwo jetzt? Nee, der hat natürlich jetzt weggecrasht. Toll, so ein Schiff. Der Ofen ist auch unten, ne?
Ich will hier einen eigenen Ofen haben, Herr Lucifer. Ja, so viel muss sein. So, okay, Ofen haben wir. Dann brauche ich auf jeden Fall mal eine Workbench hier, eine eigene. Wenn das ja mein eigener Raum sein soll, dann brauche ich hier auch eigene adäquate Geräte. Was denn? Ich muss hoch, ich brauche Werkzeug. Ich hab kein Werkzeug. Schön, dass der auch mal Werkzeug braucht. Eins, zwei, passt das wieder nicht hin, weil hier dann noch nicht weiter gemacht. Der ist ja richtig langsam hier. Luzi! Hallo! Ich brauche Werkzeug. Ich brauche Werkzeug. Also weißt du was? 45, ja, haben wir noch mit den Händen gebuddelt. Wir haben nicht nach Werkzeug gebettelt, hä? Ja, da ist doch egal, was 45 war. Egal, was 45 war. Ja, ja. 45 war der Erdbeerkrieg. Erdbeeren. Und hat auch keiner interessiert. Doch, Erdbeeren sind wichtig. Das sind Sammelnüsse übrigens, das sind gar keine Beeren. Ist mir egal. Das ist eine Sache der Logik. So, ja, ich weiß jetzt echt nicht, was ich hier unten weiter bauen soll, weil der Raum ja noch gar nicht fertig ist. Da ist doch gar nicht fertig. Ja, die Seitenwände und die Decke oben, das ist ja alles noch... Das ist noch eine Menge Holz hier, was hier kloppt wird, hä? So viel ist das nicht. So, ein bisschen was getrunken. Ja. Ja, Luzi? Das lässt er mich hier alleine hier unten stehen. Ja, ich bin doch gleich wieder du. Du bist gleich wieder du. Jo. Jo. Ich mach mir echt Sorgen hier alleine, wenn ich so hier alleine hier stehe, im Dunkeln, in der tiefen Höhle. Ja, draußen ist hell. Draußen ist hell, ja. Draußen ist hell. Sehr schön, dass draußen hell ist. Ich glaube, ich gehe auch nochmal gleich hoch. Wenn ich jetzt oben was anfange, dann schreist du wieder, ich bin fertig. Das ist das Problem. Ja, ich bin doch gleich da. Ja. Ich bin doch schon unterwegs. Ich laufe schon das erste Stockwerk runter. Jo. Den zweiten, komm jetzt ins dritte. Er kommt ins dritte. Dann mache ich das da runter. Fertig. Oh. Ich weiß echt nicht, was ich mit diesem Raum eigentlich anfangen soll. Ich kenne eine Idee diesmal. Weil der so länglich ist. Ich könnte hinten ein Bad hinbauen, in der Mitte irgendwie so ein hohes Schlafzimmer und dann hier vorne eine Küche oder irgendwie so, keine Ahnung. So, fertig. Nö, wo ist denn fertig? Hier, was? Hier die Wand, die muss noch raus, auf eine Weile, und oben die Decke muss noch raus. Ach so. Ja, okay. Ich kann da noch gar keine Verkleidungselemente draufsetzen, weil das noch nicht fertig ist. Jo, das ist ja ein bisschen. Ja, das kleine bisschen, ja. Weißt du, der kleine Vieh macht auch Mist, hä? Ja. Luzi, bei Minecraft, da muss man ein bisschen ordentlicher arbeiten, ne? Ja, ich mach das schon. Ja, ja. So. Ach du Schande, mir fehlen die Verkleidungselemente. Ein Glück habe ich hier noch Zeug dabei. Das ist das falsche Zeug, das ist das richtige Zeug. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht nochmal was rausrufen muss, wie das aussieht. Ich glaube, ich mache die Decke dann anders. Ja, ich kriege dann eine andere Farbe, die Decke. Das geht hier sonst ja nicht. Noch die Decke hast du gesagt, gell? Ja, natürlich, die Decke auch. Naja. Kannst du komplett rausruppen hier alles.
Mensch. So ist es. Gut. Wow. Ja, ja. Da sind wir wieder beim Thema deutsch-bosnische Baukunst, war Luzi? Ja. Ja. Das ist so ein Ding, das nimmt kein Ende. Das ist wie beim BER. Das nimmt epische Ausmaße an, Herr Lucifer. Ja? So, ich mache hier mal ein bisschen Optik. So, dann machen wir so. Passt schon. Und wir machen das hier so wie Spaghetti, genau. Dann machen wir das so, ja. Oh. Scheiße. Oh? Was denn? Hab zu hoch gebuddelt. Du hast zu hoch gebuddelt. Was bedeutet das? Dass du die Decke oben aufgesprengt hast, wa? Ja. Das sägt dann sowieso gleich nicht mehr. Weil ich dazu mache. Hier sind noch Steine drin, die müssen noch weg. Jetzt macht einmal Mitte, einmal Seite. Gut, einmal Mitte, einmal Seite. Und wir haben hier gerade wieder Aufnahmesession-Stopp, wie ich gerade sehe. Deshalb wünsche ich euch, liebe Leute, und der Luzi bestimmt, denke ich auch mal, alle einen schönen Tag. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder in der nächsten Folge Minecraft. Ciao, ciao und bye, bye. Ciao.